Ostara ist das altgermanische Fest des neuen Lebens und der Auferstehung unserer Mutter Natur. Unsere frühzeitlichen Ahnen haben dieses Fest um die Frühlingstag- und Nachtgleiche gefeiert. Dann, wenn die Sonne genau im Osten aufging und der erste Vollmond des Frühlings am Himmel erschien. Erst die Christen haben das Fest Ostara in Ostern umbenannt und ihm eine andere Geschichte erzählt. Doch ursprünglich stand im Mittelpunkt dieser Feier die Frühlings- und Fruchtbarkeitsgöttin Ostara. Und ihre Fruchtbarkeitssymbole waren Hase und Eier. Also zwei Symbole, die auch heute noch bei keinem Osterfest fehlen. Alles Liebe und ein wundervolles Osterwochenende.